Vor rund 500 Jahren, im Sommer 1512, hat Raphael die Sixtinische Madonna geschaffen. Kurz zuvor, womöglich gleichzeitig, ist ein weiteres Meisterwerk von ihm entstanden, die Madonna di Foligno. Diese Madonna gilt als Schwesterbild der Sixtinischen Madonna. Dass die Madonna di Foligno jetzt in Dresden in der Galerie Alter Meister in einem Raum mit der Sixtinischen zu sehen ist, grenzt, so die staatlichen Kunstsammlungen, an ein Wunder, für dessen Realisierung sich Papst Benedikt höchstpersönlich eingesetzt hat. 200 Jahre lang ist die Madonna di Foligno aus dem Vatikanmuseum in Rom nicht gereist. Es gehört, wie die Sixtinische Madonna in Dresden, zu den Bildern, die nicht verliehen werden. Und nur jetzt als göttlicher Sendbote parallel zum Papstbesuch ist diese Ausstellung möglich geworden, sodass es hier zu einem Gipfeltreffen der Madonnen gekommen ist. Dieses Gipfeltreffen unter dem Ausstellungstitel Himmlischer Glanz ermöglicht nun den direkten Vergleich der Bilder und ihre Ausdruckskraft beeindruckt auch Nicht-Katholiken. Dem Betrachter erschließt sich dabei recht deutlich, dass für Raphael die Madonna di Foligno ein erster Schritt war. Die Madonna di Foligno ist eine ganz klassische Vision. Wir haben unten die Erde, auf der stehen die Heiligen, es kniet der Stifter dort und über ihnen erscheint die Madonna, die Vision der Maria. Eine Vision, die innerhalb des Bildes organisiert ist. Und als Raphael vor der Frage stand, dieses Thema nochmal zu malen, hat er einen ingeniösen Schritt getan und das ganze Bild zu einer Vision umgedeutet. Die Sixtinische Madonna ist eine Vision, die sich für den Betrachter vor dem Bild öffnet. Augenscheinlich ist auch ein zweites Merkmal zwischen den heute etwas ungleichen Schwestern. Die Madonna di Foligno strahlt in einer unglaublichen Farbigkeit, brillant. Das Weiß der Wolken, das Rot, das Blau. Die Kollegen im Vatikan haben vor der Ausleihe den Firnis, der über jedem Bild liegt, nochmal regeneriert, sodass er durchscheinender wird. Und bei der Sixtinischen Madonna liegt ein sehr alter Firnis auf dem Bild. Das Bild ist zuletzt grundlegend 1931 restauriert worden. Und zusätzlich ist die Madonna, die Sixtinische Madonna, mit einem Sicherheitsglas versehen, was von der Farbigkeit etwas hinwegnimmt. Aber gleichwohl kann man sich nun eine Vorstellung davon machen, wie farbig auch die Sixtinische Madonna einst gemalt war. Bei der Ausstellungseröffnung wurde berichtet, dass der sächsische Hof 1750 unter August III. Versucht hat, die Madonna di Foligno zu erwerben. Graf von Brühl war an dem Ankauf sehr interessiert, dennoch ist er gescheitert. Wenig später konnte dann das Schwesterbild erworben werden. Um die beiden Marienbilder versammelt die Ausstellung weitere hochkarätige Beispiele der Madonnendarstellung aus der Zeit Raphaels. Neben Arbeiten von Dürer und Lukas Cranach wird mit der Stuppacher Madonna eines der Hauptwerke von Matthias Grünewald präsentiert. Der himmlische Glanz ist noch bis zum 8. Januar 2012 zu sehen. Gut möglich, dass die Ausstellung, deren Zustandekommen an sich wahrlich ein Wunder zu sein scheint, weitere kleine Wunder auslöst. Diese Ausstellung wirkt, wenn man es so sagen darf, sie ist zum Frommwerden schön.